Liebe Investierte, liebe Interessierte, nun sind wir also in 2019 angekommen. Alle guten Wünsche für das neue Jahr, mögen alle berechtigten Wünsche davon in Erfüllung gehen. Zumindest besser, als es an den Kapitalmärkten 2018 der Fall gewesen ist. Denn was sich da abgespielt hat, das hatte sich schon gewaschen. Kann man den Begriff historisch benutzen, wenn wir darüber sprechen, dass wir in den USA erstmals nach den Zwischenwahlen überhaupt ein negatives Jahresende erlebt haben an den Aktienmärkten? Oder wenn der Dow Jones sein schlechtestes Dezemberergebnis hatte seit 1931? Der DAX hat das erste Mal überhaupt seit seinem Bestehen Jahrestiefstkurse im Dezember gesehen. Aber auch an anderen Märkten waren Besonderheiten bemerkbar. Gold hatte zur Jahresmitte eben eine Netto-Short-Position, also die Spekulanten haben per Saldo eher auf sinkende Kurse gesetzt. Das erste Mal seit 2001, dass wir das gesehen haben. Am Ölmarkt hatten wir im Frühherbst die Situation, dass auf steigende Kurse gesetzt wurde, in einem Ausmaß, wie es das noch nie gegeben hat. Also es ist schon eine hochinteressante Melange, die sich da zusammen abgespielt hat. Natürlich anders, als es an den Ausblicken für das Jahr noch gewesen ist, wo ja doch auf eitel Sonnenschein gemacht wurde. Ich war ja eher auf der vorsichtigen Seite, dass ich gesagt habe, na, so toll wird das dann nicht werden. Aber mit einem solchen Rückgang hätte ich nun auch nicht gerechnet. 18% Minus hat der DAX gemacht. Da stehen wir mit dem Anteherfonds mit einem Minus von 8% doch ganz anders da, obwohl auch die 8% natürlich eine Basis ist, von der aus wir sagen, ja, wir haben ganz konkret nach Punkten gesucht, an denen wir arbeiten können und sind auch fündig geworden. Insofern, da ist einiges, was wir an Arbeit dann in diesem Jahr mit hineinnehmen werden. Aber vielleicht nochmal auf das vergangene Jahr. Was ist der Hintergrund? Die Aussichten für das neue Jahr sehen danach aus, als ob wir ein niedrigeres Wirtschaftswachstum bekommen werden, also dass sich die Wachstumsraten verflachen werden. Aber das heißt immer noch Wachstum, über das wir dabei sprechen. An vielen Märkten ging man davon aus, dass es eben, ja, ich will nicht sagen, in eine Rezession hineingeht, aber dass wir auf jeden Fall richtig massiv Gegenwind bekommen werden. Wie gesagt, das ist von den Daten, die im Moment vorliegen, nicht erkennbar. Die Frage ist, was nehmen die Märkte hier vorweg? Wir haben ja 2008 die Situation gesehen, dass es massiv runtergegangen ist unter dem Eindruck der Lehman-Krise. Und alle fragten sich, was ist da los? Spinnen die Märkte? Bis sie dann festgestellt haben, 3 Monate später, jawohl, es kamen richtig schlechte Nachrichten dabei raus. Wir haben auch jetzt durchaus mal schlechtere Nachrichten, aber keine, die das rechtfertigen, was wir eben an den Kapitalmärkten gesehen haben. Und sonst, ja, wir sehen eben den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Aber alle merken, dass das eben für alle Beteiligten schlecht ist. Insofern arbeitet man daran, das irgendwie zurechtzubekommen. Die Brexit-Thematik, ein ungeordneter Brexit ist etwas, was auch schlecht ist für die Beteiligten. Insofern glaube ich, dass es auch da nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Italien ist schon wieder runter von der Agenda. Also vor dem Hintergrund, ja, das Jahr ist nicht einfach und wir werden einige Probleme bekommen, aber in der Konstellation, in der wir sind, gehe ich durchaus konstruktiv in das neue Jahr. Alle guten Wünsche, wir werden es hier natürlich weiter verfolgen.